Und die sitzen da seit gestern Abend, weil sie es einfach verkacken. Sie war eigentlich cool, aber ja. Sie verkacken es, Klimaschutzmaßnahmen zu schreiben, die unsere ganze Erde hier beschützen sollten. Sie sollten uns selber beschützen. Sie haben diese Verantwortung übernommen und der werden sie nicht gerecht. Genau deswegen ist es so wichtig, dass ihr heute alle hier seid, dass wir heute denen nochmal richtig zeigen, was wir brauchen, was wir wollen und dass das, was sie da gerade fordern, diese Einhaltung der Klimaschutzziele von 2030 einfach viel zu wenig ist. Das ist null kompatibel mit dem Pariser Klimaabkommen, zu dem wir uns verpflichtet haben. Und so, Leute, in welchem Land leben wir, dass sie nicht mal ihre eigenen Ziele einhalten? Es ist so geil, dass ihr alle hier seid, denn wir brauchen euch. Ja, und wir wollen den Politikern und Politikerinnen zeigen, wie wichtig es uns ist. Und ganz ehrlich, genau das schaffen wir. Wir sind so krass viele, von hier hinten sieht man wirklich kein Ende. Es zieht sich bis zur Siegessäule und es ist wirklich einfach überwältigend zu sehen, wie viele wir heute sind. Und es ist mindestens genauso überwältigend zu sehen, wie laut ihr seid. Das ist wirklich der Wahnsinn. Deswegen nochmal alle ganz laut sein. Wir haben heute unseren dritten Global Strike und wir streiken heute in tausenden Städten, in über 150 Ländern und über 500 Ortsgruppen hier in Deutschland. Und das ist eine krasse Sache, was wir nach 9 Monaten aufgestellt haben. Wir streiken heute solidarisch Seite an Seite mit anderen Akteurinnen und Akteuren. Wir streiken heute, weil wir alle gemeinsam in diesem Boot sitzen und wir zusammen den Klimakampf angehen müssen. Denn wir wissen, was wir machen müssen, denn wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und wir sind die Profis und nicht die Politikerinnen und Politiker. Und die Politiker müssen jetzt endlich handeln, damit wir Paris einhalten können. Und deswegen müssen wir heute richtig laut sein und den Druck nochmal erhöhen. Und wir müssen richtig Gas geben und immer mehr werden. Und deswegen ist es auch super wichtig, wenn ihr alle nach hinten rückt, weil die hinter dem Brandenburger Tor sind, nicht mehr durch können, weil wir einfach so viele sind. Und um das jetzt alles hier zu beginnen und gemeinsam zu streiken, singen wir ein tolles Lied, um solidarisch Seite an Seite beieinander zu stehen. Also nehmt euch alle an die Hände, denn wir singen jetzt gemeinsam das Lied. Und jetzt kommt Deutsche Rede. Jetzt kommt gleich Deutsche Rede. Hey, oh, take me by the hand. Anweisungen machen. Und zwar haben wir hier auf jeden Fall Fluchtwege
damit auch alle wegkommen im Notfall. Also ihr könnt hier an den Rändern immer raus, da. Also dahin ist gerade Feuer, aber da kommt ihr auf jeden Fall raus, wenn ihr irgendwie Probleme habt. Und generell, wenn ihr Probleme habt, könnt ihr gerne auf die Ordner oder das Awareness-Team zugehen. Also und einfach sagen, dass ihr Probleme habt. Wenn ihr das nicht so offen sagen wollt, dann gibt es auch noch das Codewort Linda. Also dann fragt ihr einfach nach Linda. Und wenn ihr irgendwelche Menschen verloren habt oder so, dann kommt ihr zur Bühne, dann lässt sich da auf jeden Fall was machen. Zur Demo, also wir werden auf jeden Fall hier losgehen und zwar so gegen 13 Uhr. Also nicht, dass ihr um 13 Uhr alle losrennt, aber so damit ihr wisst, dann gehen wir langsam irgendwann hier los und genau. Dann haben wir auf jeden Fall noch Spendensammler, die stehen gerade da hinten noch. Wir haben ganz viele Spendensammler, die laufen in orangenen Westen rum. Den könnt ihr gerne was geben, also ihr müsst jetzt nicht euer Taschengeld dafür ausgeben, aber es wäre mega nett, wenn ihr uns was spendet, weil wir müssen die ganzen Demos auch finanzieren und so. Und wie ihr hier wahrscheinlich schon gesehen habt, haben wir Gebärdensprache hier neben uns, also für die... Genau, also für die, die halt uns nicht hören können, die kriegen auf jeden Fall alles mit. Das ist mega cool. Für die Pressemenschen, es gibt Pressepodeste und zwar einmal da in der Mitte. Da ist eins, hier hinter der Bühne ist eins. Ich glaube, das war's eigentlich. Ja, das waren die Pressepodeste. Falls ihr Durst habt, ich hoffe, ihr habt alle eure eigenen Trinkflaschen dabei. Habt ihr? Okay, mega cool. Dann könnt ihr nämlich, wenn ihr Durst habt und neues Wasser braucht, da hinten vor so einem ist so ein Café und davor gibt es einen Stand, also so eine Art Stand, keine Ahnung, da könnt ihr euch auf jeden Fall was zu trinken holen, wenn ihr mal wieder was braucht. Und ganz wichtig, wenn ihr nachher lauft, es gibt natürlich ganz viele Dinge, bei denen wir gerne hüpfen oder sowas. Aber wenn ihr auf Brücken seid, macht ihr das bitte nicht, weil dann könnte die Brücke einstürzen. Das wäre irgendwie nicht so geil. Ja. Cool. Dann haben wir erstmal die ganzen organisatorischen Dinge heute geklärt. Und wir werden gleich mit dem geilen Bühnenprogramm beginnen. Also seid ihr gut drauf!